Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir. Heute soll es um das Thema gehen, dürfen wir Bücher kritisieren? Also dürfen wir als Booktuber, als Blogger, als Rezensenten, auch vielleicht auf Amazon, Lovely Books, wo auch immer, über ein Buch uns kritisch äußern? Der Anstoß für meine Gedanken dazu war ein Kommentar unter dem Video von Das Meer aus Tinte und Gold von Lenas Welt der Bücher. Ich packe euch das Video mal in die Infobox. Und hier haben wir eine etwas kritische Stimme von Lena über dieses Buch, was ich absolut nachvollziehen kann, weil auch ich dieses Buch ja ein bisschen kritischer gesehen habe. Allerdings stört mich gar nicht, dass Lena es kritisiert hat, sondern eher ein Kommentar, der darunter war, der mir tatsächlich so ein bisschen Gedankenstoff gegeben hat. Denn hier heißt es in dem Kommentar, nicht ganz wortwörtlich, wieso das Buch denn so schlecht im Grunde bewertet wird und warum sie das überhaupt tut. Und dass diese Person eben es grundsätzlich, ich glaube tatsächlich blöd, hat sie es genannt, findet, wenn Bücher auf YouTube schlecht rezensiert werden. Denn der Autor, die Autorin hat ja immer Arbeit damit und jemand hat sich was dabei gedacht. Und nur weil es einem ja nicht gefällt, gibt es einem ja nicht das Recht, da irgendwie schlecht zu urteilen. Und mich hat dieser Kommentar tatsächlich so ein bisschen bewegt, weil ich dachte, ist es nicht eigentlich gerade meine Aufgabe, hier auf YouTube meine Meinung zu diesem Buch zu sagen? Ich meine, ich kann schon verstehen, dass wenn man vielleicht gerade das Lieblingsbuch eines anderen nicht gut findet und vielleicht auch kritisch sieht und das auch sagt, dass der andere denkt, oh, es ist aber mein Lieblingsbuch, wieso kann dir das nicht gefallen? Und oh, ich kann gar nicht verstehen, warum du dann da schlecht drüber redest. Das kann ich persönlich sogar verstehen, weil wenn mir jemand sagt, oh, ich fand Harry Potter schlecht oder oh, wie kannst du Herr der Ringe lieben, dann sitze ich auch erstmal so da und denke, also sag mal, ne? Also innerlich kann ich das absolut nachvollziehen, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, dürfen wir keine Bücher schlecht besprechen, weil wir damit vielleicht die Gefühle des Autoren, der Autorin, des Verlages, der Leute, die daran gearbeitet haben, irgendwie verletzen könnten. Und man ist da ja selbst manchmal schon, wo man sich selbst einfach hinterfragt und sagt, aus welchen Gründen fand ich es jetzt schlecht? Und sind das Gründe, die im Grunde auch anderen dann helfen, vielleicht zu wissen, okay, darauf lasse ich mich ein oder nicht. Ein Beispiel ist New Adult. Ich bin ja bekanntlich jetzt nicht der größte Fan dieses Genres und kann auch nach wie vor nicht nachvollziehen, wie man diese Bücher gut finden kann. Aber sie werden von vielen geliebt und es gibt dafür auch Gründe und ich höre mir diese Gründe auch gerne an und ich schalte beim Monatsrückblicken, wenn jemand ein New Adult Buch hochhält, auch nicht aus oder spule weiter, sondern mag es, wie schwärmerisch eben dann in diesen Videos darüber gesprochen wird. Ich selbst sehe das aber sehr kritisch und habe eben auch Punkte, weswegen ich es kritisch sehe und frage mich jetzt, dürfte ich meine kritischen Punkte niemals irgendwie wo ansprechen, weil sich ja die Autorin dieses New Adult Buches etwas Positives dabei gedacht hat und eben keine Ahnung wie viele Millionen Leser damit glücklich macht, nur eben mich nicht. Und ich glaube, dass wir hier eigentlich an einem Punkt sind, wo man, also wo ich gedanklich erstmal 5 Knoten im Kopf hatte, weil ich auf der einen Seite eben die eine Seite natürlich verstehe, aber eben auch einfach meine Seite als Leser und ich möchte durchaus einfach auch meine Meinung sagen und ich möchte das auch dürfen ohne ein schlechtes Gewissen. Und wenn mir ein Buch nicht gefallen hat und es da einfach Gründe dafür gibt, egal ob ich sage, mir hat der Stil nicht gefallen, weil er war zu langatmig oder mir hat der Stil nicht gefallen, weil er zu wenig ausführlich war oder wenn ich sage, irgendwie haben mir die Protagonisten nicht zugesagt, weil oder was auch immer. Solange ich, finde ich, meine Meinung irgendwie begründen kann und das eben auch an Beispielen festmachen kann, warum mir was nicht gefällt, finde ich, darf ich durchaus meine Meinung sagen. Und es tut mir dann tatsächlich leid, wenn sich der Autor da irgendwie angegriffen fühlt oder es ihm irgendwie wehtut, dass ich ihm das so sage oder ihr, je nachdem ob Autor oder Autorin. Aber wo wären wir denn jetzt, wenn wir nur noch positive Rezensionen hinterlassen, egal auf welcher Plattform? Am Ende wüsste man ja, dass nur positive Rezensionen geschrieben werden und nimmt man diese denn dann für voll? Weil wenn ich jetzt auf einmal hergehen würde, hoch und würde New Adult, gerade vielleicht Wait for You, was ich ja gelesen habe, positivst in den Himmel loben, was macht das für den Eindruck auf euch? Also wenn mir nur noch positive Rezensionen, ich meine, es gibt natürlich auch Monate, in denen hat man Glück und es gibt auch Leute, die haben wirklich ein Händchen, was ihre Bücher angeht und wirklich immer tolle Bücher sozusagen zeigen, das soll jetzt nichts in diese Richtung heißen,
Aber es gibt doch immer mal ein Buch, wo man einfach dran verzweifelt ist, was man abgebrochen hat. Und wenn ich das jetzt einfach in meinem Monatsrückblick oder in meiner Bücherwoche oder einfach weglassen würde, was gäbe das dann für einen Eindruck? Und steht denn wirklich die Gefühlswelt des Autorenkopfs, nur weil ich vielleicht das Buch nicht so toll fand, beziehungsweise es ja auch manchmal Bücher gibt, wo ich sage, ich kann verstehen, dass die anderen gefallen, aber ich zum Beispiel mich vielleicht dafür einfach zu alt bin, nicht die Zielgruppe bin. Oder ich meine, es gibt ja auch solche rationalen Gründe, die gar nichts mit meiner Gefühlswelt zu tun haben. Und ich habe hier einfach mir Gedanken gemacht, darf ich denn keine kritischen Sachen mehr äußern? Und oder wenn man auch mal weiter die ganze Sache weiterspinnt, es geht ja dann auch um, wie lese ich ein Buch? Lese ich es einfach zur Unterhaltung? Möchte ich gar nichts Kritisches daran finden? Möchte ich es am Ende gar nicht beurteilen? Also ich sage ja auch, vor 15 Jahren habe ich Bücher auch noch mit anderen Augen gelesen als vielleicht heute. Oder gerade vielleicht auch durch das Testlesen oder Rezensionslesen, finde ich, ist das Lesen schon ein bisschen intensiver geworden. Oder das gemeinsame Lesen mit anderen. Da merkt man einfach, sobald man über Bücher und den Inhalt spricht, ist man einfach viel tiefer in der Story drin. Also es gibt Bücher, die habe ich vor 15 Jahren gelesen, an die erinnere ich mich noch wortwörtlich. Und es gibt auch Geschichten, die noch kein Jahr her sind, wo ich denke, wie hießen die Protagonisten und was ging es da? Also es gibt da natürlich Unterschiede, auch in der Qualität des Lesens. Aber ich finde dennoch, dass wir ja irgendwie noch zumindest in einem freien Land leben und da eben auch kritische Meinungen durchaus angebracht sind. Also wenn auch jemand meinen Kanal nicht gut findet und mir das in einer, ich sag mal, konstruktiven Form in Kommentaren da niederschreibt, dann würde ich das auch nicht persönlich nehmen. Also ich neige eh nicht dazu, so etwas persönlich zu nehmen. Aber wisst ihr, wie ich das meine? Ich meine, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, kritisch, da steckt Arbeit dahinter, da war ein Mensch Wochen, Monate lang gesessen, hat das geschrieben. Es gab jemanden, der hat das überarbeitet, ein Verlag hat das irgendwie als gut empfunden und veröffentlicht. Aber ist das automatisch ein Garant dafür, dass das Buch mir auch gefällt? Also es gibt ja auch genügend Genres, denen ich nichts abgewinnen kann. Ich bin kein Fan von Krimis. Kann ich einfach mich da nicht einfühlen. Das ist auch nicht mein Genre, wo ich sage, dürfte es dann jetzt einfach keine Krimis mehr geben, nur weil Steffi sagt, den mag ich nicht. Also das ist doch gerade diese Geschmacksvielfalt und jeder kann sich herauspicken, was einem gefällt, ist doch wichtig. Und so ist es doch dann auch bei dem, ich erzähle meine Meinung darüber. Es darf doch auch Leute geben, die Herr der Ringe nicht gut fanden oder die Harry Potter total doof finden oder es sind halt jetzt so die Herzensbücher oder jemand, der sagt, oh, mit Klassikern wie Shakespeare, oh, geh mir weg mit dem. Das darf man doch sagen. Und ich glaube, dass sich darüber doch auch keiner irgendwie, also ich hoffe das für jeden Autoren, dass der da einfach drüber steht. Und ich habe das auch in meinen Autoren-Hangouts immer wieder gefragt, wie da mit negativen Rezensionen uns umgegangen wird. Und ich glaube, es gibt eben einfach die konstruktiven, negativeren Rezensionen, wo sich dann der Autor eben was zu Herzen nimmt. Und es gibt auch so unsinnige Rezensionen wie aller, oh, hier ist, das ist ja ein Jugendbuch, das ist Mist, wo ich denke, ja, das ist aber auch ausgeschildert als Jugendbuch, was greifst du dann dazu? Also, das ist wie wenn ich zu einem New Adult greife, nur um mich darüber aufzuregen, dann könnte man mir auch vorwerfen, du weißt doch, dir gefällt es nicht, warum liest du es immer wieder? Na, also ich meine, so kann man natürlich sein Leben auch verunschönern, aber ja, also auf jeden Fall war ja das eigentliche Thema mal, darf man ein Buch kritisieren? Und ich bin einfach der Meinung, dass man das durchaus darf und nicht nur darf, sondern sogar muss und sollte, denn es würde ja ein ganz merkwürdiges Eindruck herrschen, wenn wir alle jedes Buch nur noch feiern würden und wir überhaupt kein 4-Sterne-Buch mehr hätten, sondern nur noch 5-Sterne-Rezensionen und 5-Sterne-Bücher und alles Highlights wären, die Zimmer würden überquellen vor Bücher, weil das alles unsere Highlights wären. Also es wäre toll, wenn ich immer so ein Händchen für diese Bücher hätte und wirklich nur 5-Sterne-Bücher hier liegen würden, aber das ist halt nicht so und ich finde schon, dass es einfach zu Bloggern und YouTubern und Rezensenten, egal auf welche Art und Weise, es gibt ja auch die, die das beruflich machen und dann wirklich in Zeitungen im Grunde ja, ihren Kommentar zum Buch abgeben, wo ich sage, ich finde, das ist irgendwie notwendig und so kann es doch auch nur funktionieren und man kann sich doch das als Zuschauer, Leser von dem Blog mitnehmen, was man für sich selbst vielleicht für richtig und wichtig empfindet und wo man denkt, oh, da ist der, glaube ich, anderer Meinung, weil ich würde das vielleicht anders sehen, dann schwächt sich das ja wieder ab. Und mich würde jetzt natürlich einfach mal interessieren, wie ihr das so seht, sowohl als Zuschauer wie auch als Rezensent, egal ob Blogger oder YouTuber oder
egal wo ihr irgendwo mal eine Rezension schreibt, auf Fluffybooks, auf Amazon, nehmt ihr euch eher zurück, wenn es ein schlechtes Buch ist und schreibt dann am Ende vielleicht gar keine Rezension dazu oder macht kein Video? Oder seid ihr wirklich eher vielleicht die, die nur eine Rezension irgendwo bei einer Plattform hinterlassen, wenn sie denn schlecht ist, weil man sagt, da muss man davor warnen, weil das so ein schlimmes Buch ist? Würde mich wirklich interessieren und auch wie ihr das findet, dass wir eben auch mal negativ über ein Buch sprechen. Also sind wir da wirklich die Bösen und wir verletzen da den Autoren, seine Gefühle und wir würdigen nicht, was er da geleistet hat. Es kommt natürlich, man muss natürlich sagen, wenn das eine konstruktive Kritik ist. Na, das setze ich jetzt mal immer voraus und das sollte natürlich die Voraussetzung sein. Und das würde mich wirklich brennend interessieren, weil ich denke einfach, ja, wir dürfen und wir müssen und wir sollten das tun und sonst gäbe es einfach auch ein ganz merkwürdiges Bild ab, finde ich. Also wenn nur noch positive Rezensionen da wären, wäre das nicht echt ein bisschen komisch? Wären wir da nicht in irgendeiner Utopie und es wäre total suspekt? Wäre das nicht auch komisch? Ja, in diesem Sinne, ich wollte einfach mal diese Gedanken so ein bisschen loswerden. Das war jetzt, glaube ich, nicht ganz strukturiert und geordnet, obwohl der Notizzettel hier so hängt. Aber ich glaube, ich bin dann so von Punkt zu Punkt irgendwie gesprungen. Mich würden einfach mal eure Gedanken interessieren, was ihr so dazu sagt und denkt. Und würde mich wirklich über einen Austausch in den Kommentaren freuen. Natürlich bitte auch konstruktiv und ja, guckt auch gerne mal bei Lena vorbei und könnt ja hier auch einfach mal sagen, ob ihr ihre Kritik irgendwie sehr merkwürdig fand, unkonstruktiv oder wie auch immer. Oder auch einfach mal den Kommentar euch durchlesen, weil ich habe es jetzt ja nicht vorgelesen, sonstiges, sondern nur aus dem Zusammenhang im Grunde euch vorgetragen. Und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich hoffe, euch hat der Vlog wieder ein bisschen gefallen, ein bisschen unterhalten. Lasst uns drüber reden, lasst uns in den Austausch gehen, was mir bei diesen Vlogs ja immer sehr, sehr wichtig ist. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.